Ah ja, wunderbar, sehr schön. Da gibt es Effekte. Nehmen wir das erstmal wieder verkleinern, Fotobuch, genau. Effekte. Ja, sehr schön. Patrick in Love. Und da kann man einen eigenen Hintergrund erstellen und den dann beschreiben. Du musst jetzt einmal aus dem Bild. Ah ja, und dann tauche ich wieder auf. Während die Lichtverhältnisse jetzt hinter mir ein bisschen stabiler, wäre es auch ein bisschen schöner. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendwo mal was darstellen wollt, also das sieht jetzt nur so gruselig aus wegen den schlechten Lichtverhältnissen im Hintergrund, dann könnt ihr das hier ganz gut so selber zeigen und dann auch aufnehmen oder fotografieren oder filmen. Ist vielleicht eine kleine Spielerei, obwohl in der zukünftigen digitalen Präsentation in einer digitalisierten Welt, wo man weniger reist und mehr digital arbeitet, wie ich es heute mit euch versuche, kann das vielleicht schon mal eine ganz nützliche Funktion sein. So, genug gespielt. Weiter im Text. Denn man kann nämlich noch mehr machen. Jetzt klappen nämlich auch einigermaßen, naja, oder auch nicht, die Gesten wieder. Genau, das, diese Ansicht hätte ich gerne einmal gehabt. Es ist nämlich seit Mountain Lion so, dass man neue Schreibtische erstellen muss. Und das macht man hier rechts an dieser Seite, kann man einen neuen Schreibtisch hinzufügen. Ich habe normalerweise in der Grundeinstellung immer 3 Stück. Ja, komm her. Neuer Schreibtisch. Wunderbar. Jetzt haben wir 2 Schreibtische. Mit diesen 2 Schreibtischen können wir jetzt auch dann wechseln, indem wir mit den 4 Fingern zur Seite wischen. Also leider ruckelt das jetzt alles ein bisschen, das liegt an dem Screencast. Und das Schöne ist halt, 4 Finger zur Seite, wieder 4 Finger zur Seite wischen, dass man dann erheblich besser arbeiten kann, selbst wenn man nur ein kleines MacBook Air hat, weil man einfach dann sagen kann, okay, in der Mitte hier schreibe ich meinen Text, links davon mache ich mir noch einen Schreibtisch, mache meine Internetrecherchen und rechts davon bastel ich an meiner Präsentation für die Hausarbeit, die ich gerade mache oder was auch immer im Beruf. Und wenn man dann sagen will, okay, jetzt hätte ich aber gerne dieses Fenster hier auf dem anderen Schreibtisch, dann drückt man dieses Fenster an den Rand mit der Maus und dann zack, ist es drüben. Das muss man am Anfang ein bisschen üben. Man nimmt es und zack, drückt die Maus gegen den Rand und zack, ist man drüben auf der anderen Seite. Und so kann man dann sehr gut, selbst mit einem ganz kleinen Monitor, mit mehreren Dingen arbeiten. Und hat dann da, ja, Vorteile. Ja, auf jeden Fall. Ich rate, 3 Schreibtische einfach zu haben. Ansonsten gibt es halt jetzt noch neu bei Line und jetzt auch Mountain Line ist das diese Vollscreen-Ansicht, das ist dieser Pfeil hier oben. Und dafür gibt es auch eine Tastenkombination, die man sich unbedingt merken sollte. Das ist eben Control, Command und F. Fullscreen. Und dann macht er den hier Vollscreen, aber wichtig dabei ist zu wissen, es wird jetzt hier ein neuer Schreibtisch periodisch erstellt. Also wenn wir uns das jetzt in der Übersicht anschauen, ich hoffe, das packt ja, genau, dann sehen wir, wir haben so Schreibtische 1 und 2 und rechts ist jetzt etwas Drittes hinzugekommen. Und deshalb habe ich auch vorhin geraten, dieses automatische Sortieren auszuschalten, weil das unglaublich verwirrt, weil er einem dann manchmal dieses Fenster zwischen die beiden Schreibtische 1 und 2 setzt, was ich verwirrend finde, und jetzt wird halt der Space, wenn man auf Vollbild geht, immer ganz rechts außen erstellt, was Vorteile hat. Also noch merken, Shift, ne, Entschuldigung, Control, Command und F ist die Vollansicht-Taste und genau damit geht es auch wieder zurück. Ansonsten noch 2 letzte kurze Tipps, bevor wir dann zum nächsten Kapitel gehen. Mit der Leertaste hat man natürlich immer den Quick View. Ja, also wenn irgendwas ausgewählt ist, kann man immer schnell eine Übersicht bekommen über die Dinge, indem man einfach die Leertaste drückt. Und ansonsten gibt es noch, genau, das war jetzt Command und N, die Tastenkombination im Finder, bringt uns immer hier diese Übersicht. Und mit dieser Übersicht wollen wir jetzt nämlich noch ein bisschen spielen. Denn man kann in dem Finder schnell auch noch ein paar Sachen machen. Und zwar eine Tastenkombination, die ich euch zeigen möchte. So zeige ich euch einmal kurz hier diese Sache. Die Dings ist Command 1, 2, 3 und 4. Damit schalten wir durch die Sichtweisen. Das ist in vielen Programmen der Fall, aber im Finder nutzt man es am meisten,
weil man hier am häufigsten wechselt. Meistens zwischen der Ansicht, die ich präferiere, dann zwischen die Listenansicht und dann vielleicht noch manchmal in die Ebenenansicht, wo man Dinge über mehrere Ebenen sich anschauen kann. Machen wir das einmal hier bei Programmen. 1, 2, 3. Das ist die Ebenenansicht. Kann man in die Ebene tiefer schauen und Dinge umsortieren. Und nicht dabei zu vergessen ist der Trick, dass wenn man eine lange Liste von Dingen hat und man hat es alphabetisch sortiert, das machen wir jetzt einmal, sortieren, wo ist es denn nochmal, ausrichten nach Name, genau, hat es alles sortiert und man hat eine ewig lange Liste und man hat es nach Namen sortiert und man weiß, das was man sucht fängt mit N an, dann drückt man einfach, geht man hier rein, will, markiert irgendwas und drückt N und dann springt es zum ersten von N oder von P oder von Q. Ja? Also einfach in der Liste reinspringen, den Buchstaben drücken und zack ist man da, wo man sein möchte. So, jetzt gibt es drei Dinge, Sachen zu sortieren. Das erste ist erstmal nach Namen. Dazu gehen wir vielleicht einmal kurz in den Starterordner hier. Wir machen die Ansicht 1, Command 1. So, dann können wir das einmal nach Namen sortieren. Das geht natürlich hier oben über das Menü, aber das dauert uns ja zu lange. Deshalb drücken wir Control, Alt, Command und 1. Ist alles nach Namen sortiert. Dann, wenn wir 2 drücken, ist alles nach Art sortiert. Das heißt, Ordner gleicher Güte oder ja, Dokumente gleicher Güte, also sozusagen Dokumente, die Ordner sind. Hier sind alle Ordner zusammen, hier sind alle PDFs zusammen, hier sind alle JPGs zusammen. Die werden halt dann so sortiert. Auch sehr nützlich. Und dann gibt es das dritte, das ist Änderungen, was auch sehr praktisch ist. Man kann nach Änderungen sortieren und da kann man dann sehen, welche Datei wurde als letztes geändert. Ja. Diese Datei wurde geändert am, schauen wir mal nach, zuletzt geöffnet, ja wunderbar, irgendwo da genau, heute 14 Uhr. So, und diese Datei wurde zuletzt geändert am 2009. Ja, also schon älter. So, das ist halt unglaublich praktisch, wenn man jetzt nicht, das ist ja noch übersichtlich, aber sagen wir mal, wir haben jetzt 300, 400 Dokumente und wir haben irgendwas zuletzt geändert. So, dann machen wir einfach Control, Alt, Command, 5, zack, und dann ist das letztgeändertste oben. Und dann können wir auch wieder auf 1 oder auf 2 drücken und es anders sortieren. So, das sind schon mal so grundlegende Tastenkombinationen, die es sich wirklich lohnt, ein bisschen zu verinnerlichen. Weil sie einem im täglichen Arbeitsleben, ganz egal was man macht, wenn man mit diesem Gerät arbeitet und nicht nur rumspielt, dann spart es einem erheblich viel Zeit. Ja, ich habe die auch nochmal in der PDF zusammengefasst. Hier die Basis-Tastenkombination-Übersicht. Da findet ihr es auch nochmal drin, aber letzten Endes müsst ihr es im Kopf haben. Noch ein kurzes neues Feature, bevor wir gleich anfangen, lesen zu lernen. Seit Leinen gibt es hier dieses wunderschöne AirDrop. Das heißt, selbst wenn ihr mal euren Speicherstick vergessen haben solltet, dann könnt ihr einfach hier auf AirDrop gehen. Das erstellt dann eine Peer- und gut, der andere muss auch auf AirDrop gehen, ja. Wenn ihr beide dann auf AirDrop seid, dann erstellt es eine Peer-to-Peer-Verbindung zu einem anderen Computer. Was heißt Peer-to-Peer? Also eine direkte Verbindung. Das heißt, wenn ihr könnt dann direkt über das WLAN Daten tauschen, indem ihr einfach die Datei auf die andere Person drauf schiebt. Bei der kommt dann eine kleine Abfrage, ob sie die Datei annehmen möchte, dann nimmt sie die an. Und damit kann man selbst relativ große Dateien zügig direkt übers WLAN miteinander austauschen, ohne dass man irgendeinen Speicherstick oder sonstige Dinge braucht. Sehr praktisch. Gut, als nächstes öffnen wir hier unser Starterpaket und dann öffnen wir unsere Merkblätter bzw. unsere Arbeitsvorlagen. Denn jetzt würde ich euch ganz gerne ein paar Sachen zeigen, die man mit der Vorschau machen kann. Da habe ich euch mal hier unsere Mikro 2 Folien mitgebracht und zwar kann man hier wunderschön schöne Dinge tun, indem man eben ein PDF-Dokument hat, das richtig die Buchstaben einzeln erkennt und dann mit der Tastenkombination Control,
Command und H kann man unterstreichen. So, zack, zack. Dann, warum lernt man diese Tastenkombinationen auswendig? Gut. Erstmal habe ich halt mir damals diesen teuren Laptop gekauft und habe mir gedacht, hey, alle anderen drucken diese ganzen Folien aus, schleppen sich da einen ab, verschwenden die Umwelt. Das muss doch auch in Echtzeit auf meinem Computer möglich sein. Und in der Tat, es ist möglich, in Echtzeit auf einer Vorlesungsfolie mitzuschreiben, wenn man 6 oder 7 Tastenkombinationen auswendig kennt. Und eine davon ist eben diese Markier-Tastenkombination. Eine andere ist die Unterstreich-Tastenkombination. Das ist Control, Command und U für Underline. Hoppala, ein bisschen mehr unterstrichen. Aber so, geht auch einzeln. Dann eine andere ist Text hinzufügen. Control, Command, T für Text. Hallo. Kann man auch kleiner machen. Da muss man das markieren. Und dann mit Command und T für Text. Command und T ist in allen Programmen die Textauswahl, kann man dann die Textgröße bestimmen. Ja, 2x14. Das hängt je von der Auflösung auch ab. Manchmal muss man das je nachdem, wie gut die PDF-Folie aufgelöst ist, ändern. Ansonsten, was ist sonst nochmal? Genau, Rechtecke. Ganz praktisch. So kann man nämlich Rechtecke machen um Dinge. Nimmt man Control, Command und R drückt. Mal nochmal Rechtecke. Hier habe ich das schon gemacht in den anderen Kursen. Zack. Hat man ein wunderschönes Rechteck. Man kann auch so einen Text markieren und dann darum ein Rechteck machen. Da müssen wir einmal hier auf den Taste drücken. Und dann macht er automatisch unser Rechteck dort drumherum. Dann gibt es noch die Tastenkombination für eine Linie. Das ist Control, Command und I. Damit machen wir Linien. Damit kann man auch Zeichnungen machen. Und Kreise. Das ist Control, Command und O. Die findet ihr natürlich auch alle hier oben unter Anmerkungen. Und diese 7 Tastenkombinationen lohnt es sich, beacht mit dem Text, lohnt es sich wirklich auswendig zu lernen. Ja, weil man damit erheblich schneller ist. Leider gibt es jetzt bei Mountain Lion hierfür keine Tastenkombination mehr. Deshalb werden wir die jetzt einmal kurz erstellen für die Textauswahl. Haben wir ja vorhin schon mal gemacht. Und unter Tastatur. Systemkurzbefehle. Vorschau hätten wir gern. Wie heißt der Menübefehl nochmal ganz genau? Textauswahl, ja, gut, dann schreiben wir rein. Textauswahl, da machen wir doch einfach mal Control Alt Command und 4. Zufügen. So, wo ist unsere Vorschau hin? Da ist sie. Und jetzt sollte man nämlich auch schneller wieder den Cursor auswählen können, indem man genau. Ja, jetzt kann man nämlich schnell wechseln zwischen Werkzeug und Markierding. Normalerweise ist man ja eher in diesem Modus, dass man hier so einen Cursor hat. Hoch, habe ich überall schon rumgemalt. Ja, und dass man dann halt schnell hier auswählen kann. Allerdings, oder wenn man ein Rechteck machen kann. Allerdings bleibt es leider da bei Mountain Lion immer dieses Fadenkreuz. Und das kann man jetzt mit dieser neu erstellten Tastenkombination schnell wegmachen, damit man wieder weiter schön markieren kann. Und dann ist man in der Tat schneller, als man es mit Stift und Papier je sein könnte. Hier kommt auch wieder unsere Tastenkombination des Invertierens zum Einsatz. Also mit Control, Alt, Command und 8. Ja, mit 8 da oben kann man den Monitor invertieren, was halt die Augen erheblich weniger ermüdet. Ansonsten noch können wir jetzt hier unter dem Dreifachklick auch mal probieren, um aufs Lexikon zugreifen zu können. Also mit drei Fingern auf ein Wort tappen und zack, öffnet sich das Lexikon. Ein paar Erweiterungen fürs Lexikon habe ich euch auch in den Starterordner